Hallo Freunde, willkommen zurück auf USA Legend. Später Herbst. So, schauen wir mal das Anlicht, unsere Tiere. Wasser und Gras für die Schafe. Das machen wir zuerst. Das ist jeden Tag. Du bist leer, was immer noch drin sein sollte. Oh, es ist noch reichlich. Leise unser Ton. Mal gucken, ob wir den Ton lauter machen. Lautstärke gesamt habe ich runtergedreht letztes Mal. Jetzt ist besser. So, dann stellen wir den mal eben an die Seite. Bis du wieder einfällt, was ich mitmachen wollte. Schafe waren angesagt. Lassen wir eben ein bisschen Wasser rein, dann kriegen sie ihr Gras. Okay. Das wäre fertig, okay. Schauen wir eben, was die an Wolle da haben. Habe lange keine Wolle mehr wegbracht. Produzieren die gar nichts mehr? Passiert nicht wirklich was. Aber angeblich geht es ihnen gut. Kühe, Wasser. Stroh und Silage. Dann schauen wir, ob wir darüber springen können. Stroh haben wir da. Silage haben wir auch da stehen. Und was ihnen fehlt, ist Wasser. Wasser kriegen wir draußen. So, dann wären auch die Kühe wieder glücklich. Schauen wir uns noch an, Licht. Gesät haben wir alles. Unsere Felder sind gedüngt, halbwegs. Ja, ich habe da Hafer drauf gemacht. Ich habe gedacht, wir haben genug Gras für diesmal. Aber einmal Hafer und dann haben wir nochmal Gras drauf wieder. Aber ich will einmal auch Geld verdienen. Und finanziell geht es uns gar nicht schlecht. Die 46 sehen. Wo ist die 46? Das ist die 40. Das große Feld da unten sehen. Mit was? Das Bild. So, was haben wir noch im Lager drin, was zu verkaufen?
Sojabohnen 13.000. Hier Gras haben wir genug, Stroh haben wir genug. Also das ist alles da. Ist die Frage, wann ist diese Produktion zu kaufen? Nein. Slider Cringe. Schauen wir mal, gibt es noch irgendein Feld, was nicht der Föhn wir da unten. Wir haben Geld, wir können jetzt eigentlich was kaufen. Zweiundzwanzig. Raps, Gerste, sind zu teuer. Ich wäre pleite, wenn ich die kaufe. Die 6 wäre ideal, die kostet aber, die kostet weniger. Wieso kostet die weniger? Was, Entschuldigung, was hat die 6 drauf? Nix oder wie? Ah, ist erntereif. Ja, wäre doch ideal für uns. Dann kaufen wir die 6. Ernten das ab. Bin mit dem ganz falsch. Ich ein BM eigentlich? Nein. Dann holen wir sowas doch. Kostet uns ein bisschen mehr. 380.000, dann nehmen wir Kredit auf. Also das gönne ich mir jetzt mit den. Wir gehen ein bisschen höher, damit wir Spielgeld haben. So, und dann holen wir uns das schöne Teil. Na, wo sind wir? Da. Denn warum mit den kleinen Sachen Zeit vertun? Wir sind damit viel schneller. Und dann können wir die 7 da oben nämlich als Feld lassen. So, entschuldige ich, vielleicht kleine Unterbrechung ist da.
die Post zwischengekommen. Ich etwas überrascht, etwas früher als sonst. So. Der legt mir gleich die Schrate hin, die kann ich dann aufsammeln, das ist auch nicht schlecht. Das ist interessant, wie der sich querlegt, der Big M, obwohl er hinten gerade am Mähen ist. So, das Feld ist ideal. Das war genau bei mir vor der Tür. Lassen wir es verstehen für die Optik. Klar, es gibt mehrere Möglichkeiten, Rasen zu mähen. Das ist Butterfly-Anhänger ist, Anbau ist oder das neue, den kleinen neuen, der kann dann gleich einsammeln. Der ist immer für die kleinen Felder und für die Hänge. Aber das habe ich hier nicht. Für den großen Feld brauche ich auch einen großen Rasenmäher. Wenn wir mehr brauchen, das Feld 9 ist auch nochmal Rasen, habe ich gesehen. Gras, was heißt das? Gras. Wir spielen immer kein Golf. Aber es ist auf jeden Fall eine Menge hier, und da soll man erstmal auskommen. Mal schauen, ob wir noch Tiere kaufen können. Kühe. Oder ob wir warten müssen, bis sie sich vermehren. Und wenn gleich alles gleiche Alter haben, ist auch nicht gut, dann fallen die auch irgendwann sehr alt, werden alle gleichzeitig weg und haben keinen Nachwuchs. Was nach und nach macht, dann kriegen immer mehr zeitversetzt Tiere und hat immer welche, kann die Älteren dann später aussortieren. Das ist immer so 8-9 Jahre, so eine Kuh ist, dann hat sich das wohl im Spiel auf jeden Fall mit der Milch erledigt. Als es wirklich im realen Leben ist, die Kühe da länger brauchen können. Aber es ist wohl so, dass im NSL die Tiere dann wegsterben. Also sollte man sie früher verkaufen. Beziehungsweise an Metzger geben, wo ich nicht weiß, wieso. 9 Jahre alte Kuh noch schmeckt. So, wir sind im späten Herbst, also das mit der Ernte dieses Jahr hat sich erledigt. Den Winter über geht es nur darum, die Tiere zu versorgen. Da werde ich ein bisschen vorspulen. Da passiert nicht viel.
Muss wirklich mal gucken, warum unsere Schafe keine Wolle mehr geben. Ich werde mal die Sachen auf den Hänger packen und gucken, ob da Neues kommt. Vielleicht steht da was im Weg. Aber so ist es im Leben. Da hat man sich gefreut, dass man knapp eine halbe Million am Konto hatte. Kaufst dir ein Feld und schon das Kredit an alles. Das geht so schnell. Ja gut, dann gucken wir noch, ob wir noch irgendwo eine Mission erfüllen können. Dann haben wir das Geld wieder drin. Also das abgemähte Grasfeld, die Textur finde ich nicht so schön. Quadratische, also das kennt man. Gibt schönere, habe ich schon bessere gesehen. Das Gras selber ist nicht schlecht. Dann sind wir okay. So, ich habe etwas einen Zeitsprung gemacht. Ich versuche es den Rasen, es ist Gras mit Autodrive to mähen, obwohl ich mit meiner Abfahrer hier meinen Ladewagen, da kann ich das Gras gleich einfüllen. Ich hoffe, das funktioniert mit dem Autodrive. Kein Platz mehr. Also, da müssen wir dich ins Silo bringen. So, hier ist angesät. Das war das mit dem Hafer. Ja, komm, machst du auch. Okay.
So, dann können wir es hier abkippen und gucken, dass wir das Gras ansammeln. Ja, da hinten fährt mein Big N. Es scheint zu funktionieren, dann kann ich doppelt arbeiten, das ist schon mal gut. Aber wenn ich das hier gerade nicht so gut mache, also. Ich habe schon Traktoren gehabt, die waren wendiger. Oder nicht so wendig. Vielleicht auch starr. Keine Ahnung. Vielleicht waren die nicht so wendig, waren besser zu handeln. Denn normal kann man hier ganz gut einfach der Spur folgen. So, jetzt sehe ich, dass mein Big M doch nicht alles so macht, wie ich gerne hätte. Hinten drin eine Spur gemacht. Stehe ich jetzt weniger. Ah, okay, er geht außen rum, stimmt. Und den auf der Seitenstreifen hier, das erkennt er nicht als Feld. Nur das Dunkelgrüne ist für ein Feld. Und außerhalb macht er das nicht freiwillig. Das muss er von Hand nacharbeiten. Ist aber auch kein Problem. Wenn man mir den großen Teil abnimmt und ich hier einfach einfahren kann in der Zeit. Ich damit Zeit sparen, ist es schon sehr große Hilfe. So, wir sind gleich voll mit der ersten Ladung. Hier ist natürlich die Nähe zum Hof sehr gut. Oh, bleib auf der Straße. Sagt der ist etwas wild, der Traktor. Aber das ist schon eine ganze Menge für mich. Zeige ich mir das auch an. Nein. Pflügen soll ich da? Ich werde kein Grasfeld pflügen, also das werde ich nicht tun. Diesmal nicht, ich werde jemand anders machen, wenn es mir überkommt, ich Spaß dran habe. Mint nicht. Wenn ich das Flügel neu ansehe und sehe und dass also die Erde zum Kalke, vielleicht Dünge dabei, vielleicht gibt es mehr Ertrag dann, aber
fragt man sich, lohnt sich der Aufwand? Vielleicht später, jetzt auf jeden Fall noch nicht. Aber jetzt entschieden. Also, falls euch das Video oder meine Arbeit gefällt, lasst doch ein Däumchen da. Kommentar wäre nett. Abo wäre ein Traum. Ich verspreche auch, nicht jedes Video wird so wie dieses. Es gibt auch Videos, da gibt es mehr Action. Meistens passiert es ungeplant. So, wir sind fast wieder voll. Dann machen wir noch 2 Meter. Und bringen wir wieder weg. Das ist noch einiges. Ja, oh Glück gehabt. Sonst hätte es 9 Zoll gegeben. Und wir gucken, was unsere Kühe machen. Ich habe 15 Kühe. Da steht leider jetzt nicht bei, wie viele da reinpassen. Mit Sicherheit mehr als 15, 46 Schafe. 2,1 Jahre. Aber wann werden die 2,3 oder so? Das wäre nicht richtig, glaube ich. Schafe, die kriegen schon. Das ist 0,3 Jahre, da kommt was, das ist gut.
Die kriegen Nachwuchs und werden das mehr. Aber 46 Schafe und so wenig Wolle ist schon irgendwie traurig. Ja, ich wollte den Hänger voll machen, wegziehen. Das kann ich ja noch machen später. Deswegen spielen andere Leute Multiplayer. Da kann man sich diese Arbeit teilen, dann kann jemand dann schon was anderes machen. Wie diese Wolle da wegholen, was ich jetzt nicht gleichzeitig machen kann. Ich habe keinen Zugang. Das ist nicht mein Land, weiß ich. Aber ich muss es drehen, ne? So. Der Big M zieht noch seine Runden, er müsste aber bald fertig sein. Hier oben ist alles fertig. Das untere Feld ist breiter. Ah, da ist ein Seil, ja, da ist immer dran. Aber er macht das ohne zu murren, da bin ich schon zufrieden. Dass ich da nicht eingreifen muss. So, das wird die richtige Zeit für den Bauern Brot sein zu machen auf dem Bock. Man muss so eine Spur halten. Mehr ist nicht zu tun. So, die Big M ist gleich fertig. Der wird sie dann auch melden. Das heißt, wenn der hier voll ist, schicke ich den zum Silo. Auf Silo-Abgabe. Schon mal vorbereiten, der ist voll. Dann schicken wir den los. Hat überhaupt da. Das jetzt gegen den Zaun oder wie sieht das aus? Fährst du raus? Fährst du echt raus? Freiwillig? Wow. Das habe ich nicht gedacht. So eine Zaun ist denn. Ich habe jetzt gedacht, der hängt sich in den Zaun rein. So, den haben wir jetzt gekauft. Das heißt, den kann ich mir gleich auch. Ich bin ganz, der ist ganz fertig geworden, und das Stück da vorne noch. Er kommt, wenn man da genau. Also die Außenkante muss ich noch, stimmt. So, dann haben wir das auch noch.
Du haust gegen den Zaun, ja? Hast nicht gesehen. Denkt die Sämaschine im Weg? Tu dich mal weg hier. Das war falsch, ich brauche den anderen. So. Dann springen wir mal durch. So, den tanken wir mal ab hier. Was heißt abtanken? Den leeren wir mal. Ach, das machst du selber, da bin ich sehr glücklich drin. So. Ich denke, den Rest des Feldes werde ich noch machen. Da will ich euch jetzt nicht mit langweilen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schönen Dank fürs Zuschauen.